Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich mit lecker Programm und inhaltlich auch noch top. Also das wird eine großartige Sendung. Ich freue mich, dass wir bei uns haben Levin Jeffrey Lamp. Er ist Wegbegleiter für die neue Zeit, also ein Lebensberater und hat ein wunderbares Thema mitgebracht, nämlich Eltern, Kinder, Erziehung bzw. Verantwortung. Ganz, ganz richtig. Großartig. Freue ich mich sehr drauf. Gibt ein paar sehr, sehr schöne Einsichten in dein Leben auch. Du hast selber 6 Kinder. Mhm. Wir werden über deine Erfahrungen sprechen, die du auch immer gerne weitergibst. Bei uns, deswegen habe ich gesagt, ein leckeres Programm. Sabine Salmann mit ihrer veganen Küche heute. Und da wissen wir ja immer, da steht die gesamte AstroTV-Mannschaft schon immer vor dem Studio, vor der Tür und wartet, dass die Sendung vorbei ist, damit sie endlich an die Futtertröge gekommen. Wollen wir mal gucken, ob was übrig bleibt. Aber Sabine kocht ja immer in Größenordnung, wo sie wirklich ganze Mannschaften. Das hat sich mit der Zeit gesteigert. Ja, ja. Es wird wirklich immer mehr. Was gibt es denn heute, Sabine? Es gibt einen veganen Nudelauflauf mit Dinkelhörnchen, Nudeln und ja, so Mexican-Style, sag wow, ich mal. Ja? Sehr gut. Jeha, Mexiko. Wir freuen uns sehr drauf. Es wird auf jeden Fall lecker gewürzt, wie immer bei Sabine. Und Cora Herfurth-Keck ist bei uns. Sie hat es gerade noch geschafft, denn heute Abend. Nee, weil heute Abend hast du ein noch recht langes Programm, eine Sondersendung um 23 Uhr, die Zeitkristall-Sondersendung. Und ja, dafür musst du dich natürlich auch noch entsprechend vorbereiten, in die Stille gehen für dich. Und deswegen hast du es hier zu uns aber auch noch geschafft, uns noch kurz zu berichten, was denn überhaupt ein Zeitkristall ist und wofür der so gut ist. Freue mich sehr drauf. Also es wird eine bunte, abwechslungsreiche Sendung. Levin, 6 Kinder hast du selbst und die hast du teilweise allein erzogen. Also warst alleinerziehender Vater über viele, viele Jahre. Ja, richtig. Mit entsprechend großen Herausforderungen, nehme ich mal an. Ja, definitiv. Also da war alles dabei, so von kleinen Kindern bis Pubertierenden und jungen Erwachsenen. Über welche Altersrange sprechen wir denn da? Von 6 bis 16. Ja, also da bist du ja auch mit allen möglichen Themen konfrontiert. Ja. Also wie du schon sagst, da ist die Pubertät mit dabei. Mit 6 Jahren ist gerade mal so Anfang Schulzeit. Da ist auch ein Wahnsinnsumbruch für Kinder, natürlich plötzlich in die Schule zu kommen. Ganz neues Leben. Was waren so für dich? Was war die größte Herausforderung bei dieser Bandbreite, eben mit diesen ganz unterschiedlichen Themen zurechtzukommen oder überhaupt sich aufs Kindsein einzustellen? Also erstmal habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ja. Am Anfang zumindest, bis ich verstand, dass die Kinder meine Spiegel sind. Ja, das, was mir unbewusst ist, leben sie aus. Auch das, was mir bewusst ist, letztendlich, und ich nicht ändern kann, so dass ich kann nicht Vater und Mutter gleichzeitig sein. Und ich hatte 3 Kinder, die ich alleine begleitet habe. Erziehen ist so ein komisches Wort, weil letztendlich bin ich dadurch gewachsen und wir durften alle unglaublich viel lernen. Und als ich erkannte, dass dass die Kinder meine Spiegel sind, muss ich nicht mehr an den Kindern arbeiten, sondern an mir, wenn ich eine Verhaltensänderung bei den Kindern erwirken möchte. Und ja, dann fängt es natürlich an, lustig zu werden. Ja. Aber was heißt denn für dich Fehler? Ich habe Fehler gemacht. Also ist der klassische Fehler, eben das Kind anzuschreien, wenn irgendwas eben nicht so funktioniert oder eben zu bestrafen, zu sagen, so, jetzt hast du aber Hausarrest oder darfst kein Fernsehen gucken oder nicht PlayStation spielen oder was auch immer. Ja. Sind das die klassischen Fehler oder was würdest du als Fehler bezeichnen? Also ich sage einfach mal so, wenn ein Kind einen anlügt oder einen Elternteil anlügt, dann muss ganz viel vorher passiert sein, dass ein Kind das überhaupt macht. Und da fängt es dann schon an. Warum hat das Kind kein Vertrauen mehr zu mir? Warum traut es sich nicht, mir die Wahrheit zu sagen? Das heißt für mich, ich habe mein Vertrauen verspielt. Ja? Also ich war es auch nicht würdig, in Anführungszeichen. Und erst als ich mein Verhalten geändert habe, als ich wirklich bei mir schaute, was habe ich falsch gemacht in der Zeit davor, so dass mein Kind das Vertrauen zu seinem Vater verliert. Da, als ich das wieder korrigieren konnte, und da haben sich die Kinder mir wieder vertraut, und zwar zu 100% oder zu 1000%. Ja. Also quasi ein
so gesehen zerstörtes Vertrauen, ja, kann aber auch wiederhergestellt, absolut, werden durch, ja, entsprechende Verhaltensweisen. Was hast du denn für dich rausgefunden, wodurch war es denn zerstört? Ganz einfach. Ich hatte erstmal einen Burnout, oder ich war kurz davor, da waren die Kinder noch jung. Mhm. Da habe ich die gerade frisch bekommen, weil die Mutter einfach auch ihre Zeit für sich brauchte. Und dann stand ich auf einmal da mit drei kleinen Kindern. Und ja, was tun? Dann habe ich mich erstmal in Anführungszeichen aufgeopfert für die Kinder, alles gemacht. Und da merkte ich dann, das kriege ich gar nicht hin. Ja, und wurde dann auch unausgeglichen. Und das hatte alles seine Folgen. So, die Kinder gingen dann auch in den Widerstand. Mhm. Eins führte zum anderen. Ich glaube, jede alleinerziehende Mutter, das sind ja meistens Frauen, kann das sehr gut nachvollziehen, ja, was da passiert, dass man dann auch wirklich einen Knall kriegt irgendwann. Und da bleibt vieles auf der Strecke. Und letztendlich war das nachher nur noch ein Verwalten der Kinder. Ich war nicht wirklich da. Und dann kamen noch andere Themen dazu, dass ich zum Beispiel früher ein Thema mit dem Weiblichen hatte. Ich hatte der Mutter nicht, ja, ich war nicht im Frieden mit der Mutter. Und wenn ich innerlich das Weibliche oder die Mutter ausblende, dann treibe ich die Mutter bei den Kindern aus, sozusagen. Mhm. Und das hat wahnsinnige Folgen. Ja, sie gehen dann sehr ins Männliche, also wollen dann auch nicht mehr fühlen, mit allen Folgen wieder. Ja, eine meiner Töchter, die ist in die Drogenszene gegangen, ziemlich intensiv, mit Polizei, mit Jugendamt, Psychiatrie etc. Und das waren sehr, sehr harte Wege. Ja? Also wenn man da muss man dann als Vater auch hinschauen irgendwann und sagen, okay, was ist schiefgelaufen und was kann ich da wieder machen? Und wir haben wirklich dadurch, dass ich da hingesehen habe und die Verantwortung für mein Fehlverhalten, einfach weil ich nicht vollkommen bin, weil ich es auch nicht allein geschafft habe, aber ich habe die Verantwortung dafür übernommen. Und das wiederum hat bei meinem Kind unglaublich viel Heilung bewirkt, sodass es wirklich aus der Drogenszene wieder rausgekommen ist, aus allen Problemen rausgekommen ist, heute ein gigantisches Leben führt. Das heißt tatsächlich, in diesem Fall hat es tatsächlich in Anführungsstrichen gereicht, das ist mit Sicherheit auch ein schwieriger Prozess gewesen, aber dieses Mütterliche, also deine Frau quasi für dich innerlich zu integrieren, damit in irgendeiner Form Frieden zu schließen, dass sie weg war diesen weiblichen Aspekt zu integrieren und einfach selbst sich als Einheit wieder zu empfinden. Hat das gereicht, um das deiner Tochter zu spiegeln, oder gab es da noch was anderes? Weil wenn so weit rein ist, eben mit Drogen und Psychiatrie und allem drum und dran, hat es da noch mehr gebraucht? Es hat jede Menge mehr gebraucht. Einmal wirklich, dass ich in Frieden mit dem Weiblichen gekommen bin. Dass ich dass ich letztendlich auch im Frieden mit dem Männlichen gekommen bin. Ja? Also ich hatte auch über Männer ein schlechtes Bild, gerade bei meinen 5 Töchtern. Da hatte ich Angst, dass Männer sie missbrauchen auf irgendeine Art und Weise. Und irgendwann habe ich erkannt, krass, ich projiziere. Ja? Und wir projizieren permanent, wir können gar nicht anders, als irgendwie auf unsere Art mit unserer Maske zu sehen. Und dann kann man schauen, ist es sinnvoll, so wie ich schaue, bringt es Frieden, ist es hilfreich, oder sollte ich vielleicht mal gucken, warum schaue ich eventuell so pessimistisch oder so, ja, mit solchen furchtbaren Folgen letztendlich. Eben auch nicht im Vertrauen zu sein. Ne? Absolut, und ich musste dann wirklich alle Themen in mir ansehen und aufarbeiten, was aber dann zur Folge hatte, dass erstmal mit ich war zweimal verheiratet, dass mit den Ex-Frauen Frieden geschlossen wurde. Also eine richtig gute Freundschaft hat sich da entwickelt. Und mit den Kindern, wir sind durch so viele Prozesse gegangen. Und ich kann sagen, das sind meine besten Freunde. Ja, wir haben so eine Bombenbeziehung. Und da sage ich immer, meine Kinder sind die besten Referenzen. Wie man das erreicht, so ein gutes Verhältnis zu den Kindern zu haben, was da so alles dazugehört und ob teilweise Bestrafungen denn ein richtiges Mittel sind oder nein, darüber wirst du uns auch gleich noch aufklären. Gerne. Jetzt haben wir für Sie etwas in der Verlosung, liebe Zuschauer. Und zwar, dieses wunderbare Teil, über das wir lange diskutiert haben, wie wir es denn benennen sollen. Also ich weiß nicht, ich kam mit Holy Donut, das ist ja Holy Donut-Anhänger. Ich weiß nicht, Cora, was würdest du dazu sagen? Was könnte das sein? Wie könnte man den benennen? Ein Lösungsfinder. Ein Lösungsfinder, sehr schön. Levin, was würdest du sagen? Was
Wie würdest du den benennen? Eine gute Frage. Das, ich lasse die Frage mal wirken. Ja, du lässt die Frage wirken. Wir haben am Ende der Sendung, weisen wir noch mal drauf hin. Ja. Dann hast du vielleicht auch noch eine Idee dazu. Sabine, was sagst du? Du hast auch Donut gesagt. Ja, das sah so aus, aber so ein Stein der Weisheit. Stein der Weisheit. Also, was auch, wie auch immer Sie ihn benennen mögen, liebe Zuschauer, also er wird für Sie etwas offenbaren. Das scheint mir ganz so zu sein. Also hat jeder so interpretiert, so seins rein. Bin ich sehr gespannt, was Sie damit veranstalten. Erst einmal müssen Sie ihn allerdings gewinnen, liebe Zuschauer. Und dazu müssen Sie eine Frage beantworten, und zwar die folgende. Levin Jeffrey Lamp ist Wegbegleiter für A. die neue Zeit oder B. den Botanischen Garten. Ich denke, Sie wissen es. Rufen Sie an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501990. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann das immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg und toi toi toi. Und jetzt haben wir für Sie Sabines vegane Küche. Lecker. Sabine Sahlmann bei uns, die mega vegane Köchin. Und du machst quasi schon sowas wie... Das ist kein Hackfleisch. Nein. Das ist etwas vom Tofu-Tier sozusagen. Tofu-Tier. Ich habe 400 Gramm Tofu mit einer Gabel zerquetscht und brate es gerade mit reichlich Zwiebeln an. Habe noch Tomatenmark hinzugegeben und ordentlich Gewürze wie Rauchpaprika, und der ist Salz, Pfeffer, ganz wichtig. Chili. Rauchpaprika ist ganz, ganz wichtig. Mit dem koche ich auch super gern. Wenn du Fleisch isst, das hat halt so ein rauchiges Aroma. Und wenn du den Rauchpaprika nimmst, und das gerade so bei diesem Geschnetzel, also was sonst eben so Hackfleisch wäre, wenn du das bei ähnlichen Dingen, also ich nehme gerne so diese schwarzen Beluga-Linsen, diese ganz kleinen, oder die sind auch so klein, ganz klein, ganz klein geschnitten, getrocknete Tomaten. Und wenn du dann das mitnimmst, das Rauchpaprika, dann hat das ist wirklich wie Hackfleisch. Das ist wirklich das Gefühl. Fleisch an sich hat ja auch gar nicht so einen starken Eigengeschmack. Nee. Ne? Und das ist auch cholesterinfrei und was wird daraus? Ich fange heute hintenrum an. Ja. Ich mache heute einen Nudelgratin, Mexican-Style sozusagen. Da habe ich schon mal die Dinkelnudeln vorgekocht. Die habe ich hier in einer Auflaufform gegeben und bereite jetzt schnell die Soße dazu, damit das Ganze rechtzeitig in den Backofen kommt. Was kommt denn in die Soße so alles rein? 20 Minuten dann backen. Das reicht dann, weil die Nudeln ja schon gar sind. In die Soße kommt halt, wie gesagt, die Zutaten hinzu, von denen ich sprach. Ich habe jetzt noch ein kleines bisschen Apfelsüße hinzugegeben und fülle jetzt das Ganze mit Passata auf. Passata rustica, die hat so ein bisschen Stücke drin, die ist nicht ganz so fein. Und mit Basilikum, in diesem Fall, die kriegst du auch ohne, aber ich habe beide immer, beide Varianten. Ich hab die einmal auch. Ohne und einmal mit Basilikum. Ja. Das ist ganz schön, weil, wie du sagst, es ist nicht komplett klein püriert, sondern es sind immer noch so ein paar kleine Stücke drin. Das ist echt ganz und wirklich sehr, sehr lecker. Bio natürlich. Ich mach Wasser, damit mach ich alles, auch immer. Genau. Alles rausholen. Mit Deckel zu natürlich. Ja, gerade weiße Sachen. Ne? Ja. Manche gucken bestimmt zu und denken, hoffentlich macht sie jetzt keinen Fleck. Oder sagen, Mensch, vielleicht macht sie ja einen Fleck. Das blubbt auch immer so Tomatensauce. Ne? Das ist immer so ein bisschen tricky. Muss man rechtzeitig umrühren, weil wenn es einmal hochblubbt, dann spritzt es schön durch die Gegend. So, und jetzt lasse ich das Ganze hier schön köcheln und gebe dann noch mal ordentlich Basilikum zu. Ich habe hier in dem Falle mal Tiefkühlbasilikum mitgebracht. Die frische sah heute im Laden nicht so toll aus. Genau, das stelle ich ja auch häufiger fest. Und die Tiefkühlkräuter, die sind halt wirklich, die sind frisch gezupft, gehen die quasi in die Tiefkühle, werden die schockgefroren und haben dann eigentlich noch alle guten Sachen drin. Also ich nehme gerne auch Tiefkühlkräuter. Finde ich auch. Ja, guck mal, das sieht jetzt schon aus wie so eine schöne Hackfleischsoße. Ja. Und das ist natürlich auch, so wie ich es jetzt bis jetzt zubereitet habe, auch eine ganz gute Soße, einfach so für Nudeln,
Und prinzipiell so bei diesen Auflaufen, wenn du etwas in den Ofen dann schiebst, die Nudeln eigentlich immer vorgekocht, ne? Weil ansonsten ist alles andere ist komplett durch und die Nudeln vielleicht immer noch so ein bisschen hart. Genau, und ich mag das auch, gerade auch wenn ich Gemüse hinzugebe, mag ich das nicht zu lange kochen. Ja. Ich mag das immer, wenn es noch schön frisch und knackig bleibt, das Ganze. Ja, und deswegen mache ich das meistens so mit vorgekochten Nudeln. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch ein bisschen was nachwürzen muss oder möchtest du mal kosten? Ich glaube, wir brauchen Salz, Chili habe ich noch nicht hinzugegeben. Darf ich? Ja. So. Ich schmecke ja vor allem schon lecker den Rauchpaprika. Ja, ich finde, es schmeckt lecker. Auf jeden Fall Salz. Und jetzt Cayennepfeffer von dieser Firma. Ja, die habe ich auch. Das ist sowas von intensiv. Da muss man wirklich aufpassen. Also ich habe schon oft... Von denen habe ich dann auch immer noch mal den süßen Paprika. Ich mische dann nämlich immer ganz gerne den Rauchpaprika und den süßen Paprika, damit es auch eben noch mal noch eine andere Note bekommt. Ja, jetzt lasse ich das Ganze noch mal ein bisschen aufkochen. Und ich habe immer so eine Chili-Mühle, so diese Chili-Flocken-Mühle. Oh ja, das mag ich auch gerne. Die mache ich dann immer gerne noch mal rein. Ja. Und Ingwer sehr gerne. Und dadurch bekommt es dann eben auch die Schärfe durch die Chili-Flocken und durch den Ingwer. Ja, das ist gut. Ich glaube, jetzt Ingwer nimmst du ja auch immer ganz gerne. Ich liebe Ingwer. Ich mag auch, wenn ich noch welche zu Hause habe, dann mache ich mir das einfach mal mit heißem Wasser, Zitronensaft und... Und? Jetzt wird's, wie ich mir vorstelle. So und jetzt gebe ich dahin noch zu eine Dose Mais und eine Dose Bohnen. Ich meine, das gehört zu Mexiko natürlich. Und das wärme ich jetzt noch mit auf. Ja. Und jetzt gebe ich hier noch mal ein bisschen Gas mit der Herdplatte. Sag mal, und ich sehe, du hast hier noch so eine Schüssel mit Chilis. Das streue ich nachher oben drauf. Ja. Und jeder bekommt auch noch einen Klecks Guacamole dazu. Weil das gehört natürlich auch zu mexikanischer Küche. Manche haben schon gesagt, was hast du da drin? Hast du da Nüsse drin? Das sind die Steine der Avocados. Weil ich musste das ja hierher transportieren. Ja. Und es bleibt dann schön grün und wirklich braun. Genau, das hast du gesagt. Ne? Genau. Wenn die Steine drin bleiben, die Avocado-Steine, dann wird die Guacamole nicht braun. Und auch du hast ein bisschen Zitrone oder Limette. Da ist Limettensaft drin, Salz, eine Prise Chili ebenfalls und 2-3 Knoblauchzehen. Also ich habe schon gesagt, wenn ihr noch jemanden küssen wollt heute, dann müsst ihr... Sollte der Person auch ein bisschen Knoblauch geben. Frage aus der Regie, wird es denn sehr scharf? Weil da gibt es so ein paar Kandidaten. Ich weiß auch, wer das gefragt hat. Die sind so ein bisschen weich. Und die können nichts Scharfes vertragen. Oh, da kriegen wir aber Ärger. Pass Vorsicht. Nein, es wird nicht so scharf. Deswegen habe ich extra zum Rüberstreuen das auch extra noch mitgebracht. Ein paar scharfe Peperoni und Frühlingszwiebeln. Und obendrauf lege ich noch ein paar Paprikas unter dem veganen Käse. Ganz oben wird das Ganze mit diesem leckeren veganen Käse getoppt. Auch noch. Und ich werde das auch gleich vermischen, damit es in den Ofen kommt. Es braucht dann so bei 225 Grad, so ca. 20 bis 25 Minuten, dass dann der Käse schön knusprig ist. Also das ist ja wie ein Festival wird das. Ja. Also von mir aus können wir gerne noch hier ordentlich Cayennepfeffer reinkloppen. Aber dann, du willst das noch nur für dich alleine essen. Nein, es gibt tatsächlich mehrere hier in der Redaktion und beim Sender, die es auch gerne ein bisschen schärfer mögen. Oh, die haben teilweise hier untereinander Wettbewerbe, die haben so ein Schärferegal hier aufgestellt. Ich hab's gesehen, ich hab's in dem Regal. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Die sind völliger Wahnsinn. So, jetzt habe ich noch ein bisschen aus Trotz noch ein bisschen Chili reingegeben. Junge. Micha, ich will ja nichts sagen, liebe Regie, aber... So, jetzt kannst du noch mal Machst bitte... noch ein bisschen Wasser dazu. Noch mal bitte einmal kosten und dann werde ich es über die Nudeln geben. So, das war meiner. Ja, das war dein Löffel. Also, mal einen ordentlichen Löffel. Ich habe es noch nicht so richtig verrührt. Hoffentlich hast du nicht eine scharfe Stelle jetzt. Aber ich glaube, es ist gut, oder? Ach, das ist immer noch die Weicheier-Variante. Also, da kann der Micha... Kann ja, da ne? Das von, kann ja, er ja, noch. Ja, das kann er noch essen. Ich koste auch noch mal, aber ich glaube dann... Naja, also das ist... Weicheier-Variante. Oder? Naja. Ja. Okay, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht so weit vorlege. Nachher kleckere ich hier doch noch, ja? Also nicht zu... Also es wird auf jeden Fall, das kommt gleich alles in den Ofen bei 240 Grad. Er ist auch schon vorgeheizt. Sehr gut, Da haben alle für gesorgt, da draußen. Das Ganze werde ich jetzt mal schön hier miteinander vermengen. Haben wir noch eine? Ah ja, nehme ich mal hier sowas. Sensationell.
dann in den Ofen. Dann kommst du gleich, wenn du das alles in den Ofen gestellt hast, kommst du gleich nochmal zu uns und dann setzen wir uns gemeinsam mit Levin zusammen. Ja. Denn du hast ja auch eine Tochter. Ja, ja. Du weißt ja, wie das ist mit Kindererziehung. Also dann werden wir nochmal ein bisschen über Kindererziehung sprechen. Gerne, ja, wie viel man überhaupt erziehen sollte. Und jetzt haben wir für Sie, liebe Zuschauer, während Sabine hier noch schön durchmengt, damit das auch alles gut in den Ofen geht. Da kommen noch ein paar Paprikascheiben oben drauf. Aber erst später. Jetzt schon unter den und dann werde ich es mit veganem Käse abschließen. Bestreuen. Gut. Genau, ich werde noch ein bisschen rühren hier, damit es gut vermischt ist alles. Dann kommen wir, liebe Zuschauer, zu etwas, was Gabriele Iazetta uns mitgebracht hat. Das schauen wir uns auch gerne an. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iazetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iazetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iazetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Also nur um das nochmal klarzustellen, Micha aus der Regie ist der absolut schärfste Typ und deswegen braucht er auch nicht so scharf essen. Also das ist der einzige Grund, warum das so ist. So, jetzt kommen wir mal wieder zu den ernsten Dingen des Lebens. Wobei, vielleicht ist es gar nicht so ernst, Levin. Kindererziehung, ist das so ein ernstes Thema oder sollten wir da auch mit viel mehr Leichtigkeit rangehen? Auch mit mehr Freude und Spaß, auch wenn es manchmal vielleicht nicht immer ganz so einfach ist, da die gute Laune zu bewahren. Das Schöne ist, wenn man hinsieht, dann entsteht Verbindung. Mhm. Und das schafft Freude, also wirklich eine unendlich tiefe Freude. Ja, es gibt nichts Schöneres, als wirklich verbunden zu sein mit seinem Kind und eine ganz tiefe Freundschaft zu haben. Und gleichzeitig hat man halt immer noch diese Erzieherrolle. Man ist immer ein Vorbild fürs Kind. Ja. Das Verhältnis, was ich mit Geld habe, übertrage ich automatisch auf mein Kind. Das muss es sich, wenn ich ein schlechtes Verhältnis habe mit Geld, wenn ich im Mangel bin, wenn ich immer denke, oh je, meine, wie kriege ich die nächste Miete bezahlt, das vererbe ich weiter. Allein, weil ich es vorlebe. Mhm. Und das Gleiche ist, wenn ich unbewusst oder auch bewusst schlecht über meine Frau rede oder als Frau schlecht über meinen Mann oder die Männer rede, auch diese kleinen Witze, typisch Mann. Ja, es ist Anfang vom Ende. Mhm. Wird alles mit aufgenommen. Also insbesondere natürlich in den ersten Lebensjahren. Man sagt ja immer bis zum Alter von 7 Jahren, weil das Hirn der Kinder dann eben auf dieser Theta-Wellenfrequenz noch läuft und sie einfach alles ungefiltert aufnehmen, um eben sich ihr Weltbild zu schaffen, müssen sie eben durch Beobachtung erst einmal lernen. Ja. Und wie du sagst, wenn dann eben das Thema Geld immer eins ist, eben negativ besetzt, eben im Mangel, dann nehmen sie das auf. Eben genau diese Rollen, Männer, Frauen, wie die besetzt sind, nehmen sie auch alles mit auf. Vera Birkenbiel, das mal so schön auch mal aufgezeichnet mit Frau. Erziehung. Also so, du kommst so auf die Welt und könntest dann und wächst dann, so exponentiell wächst du dann natürlich, wirst größer und dann kommt aber die Erziehung. Und hält dich im Prinzip klein. Ja. Ist das tatsächlich so? Also ist Erziehung eigentlich das falsche Wort? Also müssen wir Kinder überhaupt erziehen oder entwickeln die sich von ganz allein ganz groß? Nein, sie entwickeln sich nicht von allein, weil sie sind in einem Umfeld, das Umfeld prägt. Es ist wahnsinnig kräftig, stark. Und deswegen ist es wichtig, dass man auf das Umfeld achtet. Mhm. Wichtig, wie das Elternhaus ist. Es bringt nichts, die Verantwortung der Schule zu geben oder den Medien etc. Ja, das ist, also meine Kinder, die können alles mit den Medien machen, wie sie wollen, weil sie es tatsächlich verantwortungsbewusst machen. Und ich erkläre ihnen auch alles und zeige ihnen alles, alle tollen Seiten genauso wie die blöden Seiten. Und die Seiten, das haben wir ja überall im Leben, egal wo man hinschaut. Deswegen ist es schon wichtig zu zeigen, aber vor allem vorzuleben. Es bringt nichts zu sagen, ja, du darfst nicht so viel Fernsehen gucken, dann guckst aber selber bis in die Puppen oder bist die ganze Zeit am Handy dafür oder was auch immer. Ja? Deswegen wichtig ist, wie das eigene Selbstwertgefühl ist
Und da sollte man ansetzen, an der Selbstachtung, an der Selbstliebe. Und das heißt, wenn du auf diese Themen eingehst, dann reguliert sich, sag mal, ein Medienverhalten, also ständig am Handy zu hocken, reguliert sich von ganz allein, ohne dass du da irgendwelche Vorgaben machen musst? Ja. Also letztendlich ist es ja ein Ablenken, weil man oft gar nicht wahrnehmen möchte oder spüren möchte, wie der Ist-Zustand in einem drin ist, weil der furchtbar ist. Ja, das Einsamkeit, das Alleinesein, das Traurigkeit, das Angst vor, gar keine Perspektive. Ja, und die Perspektive, ja, was hat ein Kind vielleicht als Perspektive? Ich mache vielleicht mal einen Autoführerschein. Mhm. Ja, das war es dann irgendwie. Ja, und viele haben gar keine Vorbilder und wissen auch nicht wirklich, was sollen sie sinnvoll mit ihrem Leben machen. Mhm. Sie gucken sich die Eltern an, die malochen, sind nicht glücklich, sind traurig, wenn Montag ist. Ja, scheiße, es fängt wieder an, sind froh, wenn es Wochenende ist. Mhm. Lebensinhalt fehlt. Ja. Und dann glaube ich prinzipiell auch noch das System Schule, das jetzt auch nicht unbedingt auf... Ja, dass das Leben heutzutage so wirklich vorbereitet ist, war ja, glaube ich, zu unserer Schulzeit schon nicht so prickelnd. Aber ich glaube, inzwischen ist die Diskrepanz zwischen Schulalltag und dem Alltag, den man da draußen erlebt als junger Mensch, also sowas von weit auseinander, weil das Schulsystem sich eigentlich nicht wirklich großartig verändert hat. Sabine, komm doch bitte gleich noch mit zu uns. Ja, gerne. Ich meine, du hast auch ein Kind, das inzwischen nicht mehr schulpflichtig ist. Das ist schon so ziemlich erwachsen. Ja. Aber du hast das ja auch alles mitbekommen. Und gerade eben auch die Schulzeit. Deine Tochter, weiß ich ja auch, hat ja von dir auch einiges mitbekommen, was so die spirituelle Schiene anbelangt. Sehr. Ja, genau, sehr. War das für deine Tochter dann eben besonders schwer, in ihrem Alltag zu Hause mit dir eben diese spirituelle Welt zu erleben, die ja in der Schule, sagen wir mal so, gar nicht vorkommt, zumindest nicht als Unterrichtsfach, sondern vielleicht mal untereinander, unter den Schülern, aber es wird ja nicht wirklich in der Schule gefördert. Also waren das so zwei völlig unterschiedliche Welten? Hat sie die überhaupt zusammenbekommen können? Genau das, was du beschreibst hier gerade instinktiv, war genau unsere Aufgabe zusammen. Dieses zusammenzubringen in dieser Welt, wo es viel um Äußerlichkeiten geht, wo es schon darauf ankommt, wer hat hier den besseren Nintendo und wo auch Neidthemen eine Rolle spielen, dabei sich selbst zu bleiben und zu sich zu stehen in dieser Welt, auch mit der Spiritualität. Und da hatte meine Tochter, sage ich jetzt schon mal im zarten Alter, schon in der Kindheit, die härtesten Prüfungen in ihrem Leben. Eben überhaupt, wo ich einfach mit ganzem Herzen in dieser Zeit immer wieder für sie da war und sie durch diese Prüfungen hindurchgeführt habe. Die Prüfungen, die ich später bekommen habe im Leben, die hat sie sozusagen schon bis 20 alle bekommen. Und was natürlich gewisserweise auch eine Schattenseite hatte, sie konnte nicht so ganz so wirklich so... auch so eine ganz unbeschwerte Kindheit haben. Sie hatte oftmals das Gefühl, dass sie an manchen Punkten schon weiter oder weiser ist als manche andere. Sicherlich gab es da immer wieder mal Freundinnen, aber so dieses tiefe Verbundensein, diese Unbeschwertheit durch diese Prüfung, die sie hatte, ja, das hatte sie nicht unbedingt. Mhm. Aber dennoch bestärkt sie mich im Nachhinein und sagt, du hast es genau richtig gemacht. Es war gut, dass du mich von dieser schwierigen Schule nicht genommen hast, dass du mich bestärkt hast, dass du gesagt hast, das sind deine Spiegel, steh zu dir selbst, geh über die Angst hinaus. Ja, da ist etwas, was dich innerlich führt. Im Nachhinein hat sie das auch sehr stark und selbstbewusst gemacht, ja. Und, was man in dem Alter vielleicht nicht immer so sieht, also war das so, hat sie das verstanden? Es ist ja, wenn man als Erwachsener, der spirituell irgendwie schon etwas weiterentwickelt ist, von eben auch, wie du es sagst, ja, von den Spiegeln sprichst und da werden dir die Themen gespiegelt. Versteht das ein junger Mensch denn so? Vielleicht, da wird mir was gespiegelt, was ist das denn? Absolut, also und zwar ganz leicht, weil die Kinder sind noch auf eine natürliche Art und Weise mit ihrer Spiritualität verbunden. Im Laufe unseres Lebens, wenn wir immer mehr unsere Persönlichkeiten entwickeln, mit denen wir uns identifizieren, dann braucht es immer wieder Zeit, wieder aufzubrechen, uns wieder daran zu erinnern. Aber Spiritualität, sage ich immer wieder, ist was ganz Natürliches. Und es ist wichtig, Kindern das von Anfang an einfach schon zu vermitteln. Dann bleibt es ihnen erhalten. Also ich habe ihr einen Anteil bewahrt. Sie braucht ihn nicht mehr verlieren und sich schmerzvoll wieder zurückerinnern, was bei vielen Menschen geschieht auf dem spirituellen Weg. Sondern sie hat das in ihrem Herzen behalten. Und ich habe immer gesagt, auch schon
bevor sie geboren war, habe ich gedacht, wenn meine Tochter mal ganz anders wird als ich, dann akzeptiere ich das. Ich akzeptiere ihren Weg. Sie ist meine Tochter, ich werde immer für sie da sein. Sie ist mein Hauptjob sozusagen in der Zeit, wo sie klein ist. Und, aber ich lasse ihr ihren Weg. Und allein schon die Bereitschaft hat sie mir so ähnlich gemacht, wie ich gar nicht mitgerechnet habe an vielen Punkten. Also die Spiritualität, sag mal, als natürlicher Zustand oder als Teil eines Selbst, ja. Aber verstehen, auch wenn Kinder noch eben diesen intuitiven Zugang haben, aber gerade weil es noch viel intuitiver ist, verstehen sie denn diese Wortkonzepte, eben das in deine Spiegel, verstehen sie diese Worte dann überhaupt? Ich habe es sehr kindgerecht verpackt. Oft waren wir mit sehr vielen Themen konfrontiert, weil ich war auch alleinerziehende Mutter gewesen und ich dachte immer, ich kann alles mit ganz hart Liebe, nur mit dem Weiblichen alles allein, aber sie hat mich so herausgefordert, ja, dass ich wirklich auch meine Kraft zum Ausdruck noch mehr bringen musste. Ja. Ja. Aber sie hat es grundsätzlich verstanden. Ich habe es kindgerecht verpackt. Ich habe viel in Geschichten gepackt. Oft waren wir auch verzweifelt, wenn es Schwierigkeiten gab, wenn Kinder sie geärgert haben, weil sie Veganerin ist. Ja, und ich habe dann einfach viel in Geschichten verpackt. Ich habe intuitiv sehr vieles verpackt, sodass sie es begreifen kann. Und ich werde auch da in der Richtung auch eine CD aufnehmen, um auch andere damit zu unterstützen. Einfach mit einem, ja, mit einer Art Geschichte, Kinder dabei zu unterstützen, das spirituelle Wissen einfach zu erhalten. Ja, auch ganz, ganz interessant, wie du das schilderst. Also es ist ja im Prinzip auch so deine Geschichte, nur vielleicht so ein bisschen andersrum, wo bei dir viel weiblicher Anteil dann drin war, wo du sagst, ich brauchte aber auch irgendwie diese Kraft. Das muss jetzt also vielleicht ein bisschen das männliche Prinzip das eben auch integrieren. Mhm. Bei dir war es eben der weibliche Aspekt, der anfangs so ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Aber gerade eben auch bei dieser, wir haben ja drüber gesprochen, du hast ja so eine Bandbreite an Alter gehabt, also von 6 bis 16 Jahre. Bei Sabine war es ein Alter, worauf sie sich fokussieren konnte, wo ihr beide aneinander mitwachsen konntet. Aber bei dir, wie war das? Also du musstest dann ja springen. So, da sind die Bedürfnisse einer 16-Jährigen, die ja ganz anders sind als die Bedürfnisse eines 6-Jährigen oder einer 6-Jährigen. Ja, also es war ja wirklich alles dabei. Inzwischen ist die Älteste 27. Ich habe 3 Enkel und also es ist... Kinder sind erwachsen aus dem Groben raus und deswegen kann ich auch sagen, Spiritualität hin oder her, es hat einfach wirklich nur letztendlich mit Verantwortung übernehmen, mit Hinsehen zu tun, mit wirklich da sein. Die meisten Eltern sind einfach nicht wirklich da. Ja. Ja, sie denken, oder so sieht es ja auch in der Praxis aus, ich muss mich um Geld kümmern und die Wohnung muss ordentlich sein, das stimmt auch alles, gar keine Frage. Aber vor allem muss man wirklich beim Kind sein und das Kind wirklich wahrnehmen. Und das war auch mein Knackpunkt, was ich wirklich lernen musste, mit meinem ganzen Wesen ganz, ganz da zu sein, das Kind wirklich wahrzunehmen mit dem Ganzen, was ich bin, nicht nur vom Kopf kurz verstehen und dann abzuhaken, intellektuell irgendwie die Fragen zu beantworten, sondern zu verstehen, was meint das Kind damit? Was steckt dahinter, hinter den Fragen? Oder warum will das Kind wirklich blau machen? Ja, das liegt nicht nur daran, dass es keine Lust hat, sondern wirklich ganz, ganz sich zu öffnen für das Kind. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst, der ja schon ganz früh ganz anders anfängt. Wenn du gerade hier in der Großstadt in Berlin siehst du es häufig in den öffentlichen Verkehrsmitteln, Eltern, Frauen oder Männer, völlig egal, mit ihren Kindern am Kinderwagen. Die achten überhaupt nicht, weil du sagst, beim Kind sein, die sind überhaupt nicht aufmerksam beim Kind, sondern sitzen am Handy und daddeln da rum. Und wenn das Kind schreit, wird einmal, ohne hinzugucken, einmal am Wagen gerüttelt und weitergeschrieben. Also das ist die Aufmerksamkeit heutzutage. Also da fehlt es an einigen. Auf jeden Fall noch weitersprechen. Dann auch noch zum Thema natürlich Bestrafung. Ist das ein gutes Mittel, ja oder nein? Ich kann mir die Antwort schon denken. Jetzt haben wir für Sie, liebe Zuschauer, etwas von Thorsten Gabriel, der Schauer. Thorsten Gabriel, TV-Show, Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Cora Herford-Keck ist bei mir und heute Abend
bist du um 23 Uhr auf Sendung mit einer Sondersendung, nämlich dem Zeitkristall, der Zeitkristall-Sondersendung. Was können wir uns darunter vorstellen? Also der Zeitkristall, ein Zeitkristall ist etwas aus der Quantenphysik. Und es ist aber in uns, und ich liebe die Quantenphysiker, überhaupt die Wissenschaftler, wenn sie das beweisen, was wir spirituell Lebenden seit Tausenden von Jahren wissen. Ein Zeitkristall bedeutet zum Beispiel innerhalb eines Atomes, das kann einen längeren Weg zurücklegen, als ursprünglich die Größe des Atomes ist. Ja. Und zwar ohne irgendwelche Schlaufen oder so. Wir wünschen uns manchmal, oh bitte, ich brauche jetzt innerhalb der 2 Minuten, brauche ich 10 Minuten. Und so etwas macht der Zeitkristall. Ja, und was macht der spirituell in uns? Ein Zeitkristall ist stets auch ein Muster in uns. Schau mal, das Wörtchen Person. Sabine hat es gerade von Persönlichkeit gehabt. Person, wortwörtlich übersetzt. Sohn stammt von sonare, Schwingung, schwingen. Per heißt mithilfe von. Eine Person heißt wortwörtlich mithilfe von Schwingung. Und heute Abend schauen wir uns diese Kodierung, es gibt eine gewisse Kodierung, das sind Zahlen, Buchstaben in einer ganz bestimmten Reihenfolge, die ich mir über die geistige Welt für jeden Menschen ganz eigen geben lasse. Den kann auch niemand anders verwenden. Und ich schaue nach, an welchem Tag des Jahres jemand diesen Zeitkristall einsetzen kann, um zum Beispiel seine Muster der Finanzen so wieder einzusetzen, dass er sagt, ja, jetzt ist gut mit dem Mangel, jetzt ist gut mit dem Bild aus der Kindheit, du bist es nicht wert und Taschengeld schon wieder verplempert, deswegen reicht es heute nicht und, und. Oder jemand, der in der Liebe stets immer die gleichen Menschen erwischt und sagt, hat wieder nicht geklappt. Den Zeitkristall einsetzen, um zu sagen, das habe ich gelöst. Und der Zeitkristall löst nicht nur, sondern er bringt dich voran. Sodass du einmal im Jahr, an dem bestimmten Tag, nennst du diese Kodierung. Und dann geht's weiter. Und auch dieser Tag ist individuell. Also das ist kein festgelegter Tag im Kalender. Das ist bei jedem Menschen einzeln. Und wie gesagt, dieser Zeitkristall, den kann man nirgendwo kaufen. Der steckt in einem selbst. Ja, ich zeige es allerdings. Ich sehe das ja, diesen Zeitkristall. Und das ist so etwas wie lauter klitzekleine Pünktchen, die sich zu so einer Kugel oder einem Oktaeder zusammenfinden. Und dann leuchtet es und pulsiert es da drin. Und so etwas in der Art habe ich heute Abend. Ja, also, du hast ja schon gesagt, also Zeitphänomene sind ja eine so eine Auswirkung. Du hast es ja gerade gesagt. Also wir haben 2 Minuten, bräuchten aber eigentlich 10. Und manchmal ist das wirklich so komisch. Da funktioniert das. Da haben wir plötzlich innerhalb dieser 2 Minuten diese 10 Minuten. Da legen wir einen Weg zurück, für den wir eben sonst vielleicht 10 Minuten brauchen. Und es sind aber nur 2 Minuten vergangen. Also es ist manchmal ganz merkwürdig, wie Dinge manchmal funktionieren und die Zeit tatsächlich langsamer läuft oder manchmal auch schneller. Je und nachdem, wie wir uns wir. Das so vorstellen. Ja. Ja, entschuldige, das können wir tatsächlich. Ja. Und ich liebe es, dass diese Quantenphysiker das jetzt bewiesen haben. Und freue mich total darauf, heute Abend wirklich möglichst vielen Menschen ihren ganz persönlichen Zeitkristall mitzugeben. Um 23 Uhr bis 1 Uhr bist du für die Anrufer dann da. Ja. 2 Stunden Zeitkristallarbeit. Sondersendung. Bin ich sehr gespannt. Deinen eigenen Zeitkristall, den hast du natürlich schon für dich. Den siehst du ja. Du hast es ja schon eben formuliert, wie der für dich aussieht. Für dich gibt es dann auch diesen ganz speziellen Tag zu einer ganz speziellen Zeit, wo du mit diesem Zeitkristall arbeitest, oder ist das für dich eine tägliche Arbeit? Da sagst du etwas. Also mein Zeitkristall, du kannst ihn jedes Jahr auch in der Programmierung ein bisschen ändern. Ich empfinde es als Gottesgeschenk, doch manchmal ist es ein bisschen ungeschickt. Ich schlafe ja wie das Engelchen. Ich kann überall schlafen, also kein Problem, jederzeit. Und manchmal wird es sehr knapp, dann mit dem irgendwo pünktlich zu sein. Ja. Und ich werde meinen Zeitkristall dahingehend programmieren, mein Tag steht nämlich jetzt kurz davor, dass ich sage, ich will
nicht die Schlafqualität verbessern, sondern die Lebensqualität. Mhm. Wenn du ein tolles Leben führen willst, Jens, brauchst du nicht die Schlafqualität verbessern. Es geht darum, die Lebensqualität zu verbessern. Und bei mir bedeutet das, diesen Stress, wenn ich aufwache, ich kann ja 5 Wecker stellen, kein Problem, schlafe ja trotzdem, schon so spät, den möchte ich nicht mehr. Also programmiere ich meinen Zeitkristall auf das Thema Pünktlichkeit. Also ausgeruht aufwachen. Ja. Wie kommst du an, nur um das für unsere Zuschauer auch nochmal zu klären, wie kommst du auf diesen ganz persönlichen Tag eines Anrufers? Der hat nichts mit Horoskop, mit Geburtsdatum, Geburtszeit zu tun, doch? Teilweise. Also das Geburtsdatum nennt man mir heute Abend. Und ich... Sonst brauchst du also nichts, keinen Namen, nein, du brauchst Vornamen nur gerne. Vorname und Geburtsdatum. Genau. Und also ich lebe ja ein bisschen merkwürdig, ne? Es ist würdig, sich zu merken. Ich habe angeborene Synästhesie. Ja. Und zwar Farb- und Zeitsynästhesie. Mhm. Synästhesie bedeutet, normalerweise, wenn sich die Fontanelle schließt, ist klar, welches Gehirnareal für welchen Part zuständig ist. Und bei mir funktionieren die noch immer kreuz und quer. Okay. Das heißt, Gefühle zum Beispiel nehme ich in Farben wahr. Und das heißt, wenn mir jemand heute Abend über seine Stimme diese Daten nennt, dann empfange ich ganz bestimmte Farbmuster. Diese Farben stehen für Buchstaben und Zahlen. Die Muster ist nicht einfach rot, gelb, grün, weiß, sondern wie es angeordnet ist. Und dann höre ich, was mir die geistige Welt sagt, schreibe das geschwind auf, gebe das weiter. Ja. Und wir haben das letztes Jahr im Oktober gemacht. Wir haben so ein Feedback inzwischen, dass Menschen sagen, glaube ich nicht. Habe ich gedacht, ist ja Hokus Pokus, kann ich ja mal mitmachen. Ja. Ist der Knüller, was passiert? Ja. Und es ist in uns. Also es genau, ist es ist auch noch mal ein schöner Hinweis. Also völlig egal, was man jetzt vielleicht erst einmal glaubt, einfach mal mitmachen. Genau. Einfach mal mitmachen und schauen, was passiert dann innerhalb dieses Jahres, ab dem Zeitpunkt, wo ich mit diesem Zeitkristall arbeite. Weißt du, was ich letztes Jahr damit gemacht habe? Genau das eine Thema. Aus wenig Geld so viel als möglich rausholen. Ja. Da habe ich meinen Zeitkristall auf das Thema mit wenig Geld ganz viel tolle Sachen erleben programmiert. War perfekt. Wunderbar. War perfekt. Übrigens, guck mal die Seite kostenlosinberlin.de. Ja. Mhm. Super, was du da alles für Veranstaltungen machst. Siehst du, und kostet kein Geld. Also schon auch einen schönen Tipp rausgehauen. Ganz lieben Dank, Cora. Wir freuen uns auf die Sendung heute Abend. Schalten alle ein, 23 Uhr hier bei Astro TV. Cora Herford-Keck mit der Sondersendung Zeitkristall. Wird mit Sicherheit mega spannend. Freue ich mich sehr drauf. Jetzt, Levin, noch einmal ganz lieben Dank. Bleib noch bei uns. Es gibt ja noch zu essen. Ja. Du hast noch Zeit, oder? Ja. Sehr schön. Doch, dann essen wir gleich. Ich setze meinen Zeitkristall fürs Essen. Setze den Zeitkristall ein, genau. Und dann wird gemeinsam nachher gegessen. Sabine setzt ihn auch ein, damit sie rechtzeitig fertig wird. Aber ich glaube, das ist schon fertig. Mir wurde schon gebracht. Fertig? Ich habe gesagt, er soll das überwachen, gucken. Also, ja, das sieht gut aus. Also ich kann schon mal langsam auf Teller auftun, wenn ich das so langsam kannst du machen. Wir haben noch ein bisschen mit Levin, werden wir jetzt mal über Strafen sprechen. Wie ist das denn? Also es gibt ja immer so dieses typische, wenn irgendwas nicht ohne Essen ins Barfuß ins Bett und so eine Geschichten, gibt es ja dann immer die Sprüche dazu. Also ist das Strafe oder du musst so lange am Tisch sitzen bleiben, bis du aufgegessen hast? Also funktionieren so eine Strafen, bringen die irgendetwas? Also sie bringen bestimmt etwas. Und zwar Widerstand. Widerstand, das ist noch das Angenehme. Oder aber innerliche Trennung. Ja. Und das ist das, was wirklich fatal ist. Mhm. Denn es ist kein Vertrauen mehr da. Das Kind vertraut sich den Eltern nicht mehr an, teilt es nicht mehr mit, welche Nöte und Sorgen und Probleme es hat. Und dadurch wird alles viel, viel schlimmer. Anstatt zu bestrafen, würde ich sagen, Verantwortung übernehmen, und zwar der Eltern. Und das fängt schon dabei an, beim Kindermachen, ja. Es sind, und da muss ich erstmal die Männer mit ins Gericht nehmen, ja, dass die Männer verantwortungsvoller sind. Also du, ich und unsere Gattung. Ja. Und zwar wirklich mit einer Frau erst zu schlafen, wenn man auch Ja sagen kann zur Frau. Wenn man sagt, wenn hier jetzt aus unserer Begegnung ein Kind entsteht, dann stehe ich dazu und bin da und ich bleibe auch da. Ich bleibe richtig da, bis das Kind erwachsen ist. Ich mache meinen Job einfach.
So, und das ist unser Job. Also, das ist definitiv unser Job. Und es gibt keinen schöneren Job. Ja. Also es ist das Schönste und Erfüllendste. Mhm. Und aber auch das Anstrengendste. Ja. Und also wie gesagt, die Männer müssen für ein Umfeld sorgen, wo die Frau Frau sein kann. Mhm. Wo sie nicht noch nebenher arbeiten muss, dass genügend Geld da ist. Wo sie wirklich sich um das Kind und um das ganze Zuhause, was eine Frau wirklich am besten machen kann, kümmern kann. Das ist das Schönste für einen Mann, seine Familie zu versorgen. Und das ist das Schönste auch für eine Frau, wirklich da ganz aufzugehen. Ja? Wenn so etwas postuliert wird, kommen auch immer gleich. Total, immer die typische, wieder die alte Frauenrolle, immer schön die Klischees bedienen und so weiter. Die Frau kann ja arbeiten, wenn sie möchte, aber nicht, weil sie muss. Mhm. Das ist der kleine, feine, große Unterschied. Ja, es ist. Und eben, aber auch wirklich mal, also das ist ja das eine. Das andere ist tatsächlich die Frage, wie wollen wir, wenn wir uns für Kinder entscheiden? Mhm. Also es zwingt ja auch niemanden, es wird ja niemand gezwungen, ein Kind zu zeugen, ein Kind in diese Welt zu bringen. Und wenn ich mich aber für ein Kind entscheide, ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. Gehe ich dann trotzdem weiterarbeiten als Frau oder teile ich mir das anders auf? Geht die Frau arbeiten, bleibt der Mann zu Hause, in welchen Rollenverteilungen auch immer? Aber das Kind abzugeben den ganzen Tag an eine Kindertagesstätte, das kann es ja auch nicht sein. Ja. Und ich kriege das aus Kindergärten auch mit, wie überfordert die sind, also wie total, diese Schlüssel sind, dass das eine Erzieherin für 12 Kinder zuständig ist. Und das ist kein vernünftiges Miteinander. Das kann nicht funktionieren. Also dürfen wir uns tatsächlich dieser Verantwortung übernehmen. Und da geht es eben nicht darum, in alte Rollenmuster wieder zu fallen, sondern man kann das ja entsprechend zwischen Mann und Frau auch aufteilen. Genau. Und bei den Frauen ist es so, dass sie lernen müssen, sich zu achten, sich nicht so schnell zu übergehen. Ja, sie versuchen auch durch die sexuelle Bindung den Mann zu halten oder überhaupt auch erst zu bekommen. Das geht aber oft in die Hose. Und ein Mann verliert immer mehr Achtung vor der Frau, je früher sie sich ihm hingibt tatsächlich. Mhm. Andersrum kämpft er mehr um sie, je mehr sie prüft, bist du wirklich auch der Richtige. Und das ist was ganz Wichtiges, dass die Frauen da wirklich mehr Selbstbewusstsein und Selbstachtung und mehr Selbstwertgefühl an den Tag legen. Das ist alles ein Prozess. Also wir Männer müssen einfach mehr. Das heißt also, wenn wir schon von Anfang an ein Kind, also ein Baby, so auf die Welt bringen und uns auch so kümmern, können wir uns im Prinzip später so gesehen das Leben leichter machen, weil wir gar keine Strafen mehr aussprechen müssen, weil eine ganz andere Bindung da ist? Absolut. Ich bestrafe meine Kinder gar nicht. Es gibt auch nichts zu bestrafen. Mhm. Ja, also die haben alles gemacht, was sie machen konnten. Ich konnte bei allem sehen, was bei mir schiefgelaufen ist vorher, dass es überhaupt dazu erst führte. Mhm. Dann habe ich mein Handeln verändert. Ich habe auch mit meinen Kindern geredet. Das heißt nicht, wenn die Kinder irgendwie, sag ich mal, mit einem Auto rumfahren, mit 17 oder sonst was, haben sie jetzt zum Glück nicht gemacht, aber also nicht heimlich. Aber dass ich sie dann weiterfahren lasse, um Gottes Willen, das muss sofort stoppen, alles. Aber ich muss die Verantwortung übernehmen und nicht sie bestrafen dafür, dass ich so doof war vorher oder so unbewusst. Ich habe es ja selber nicht gelernt. Mhm. Ich musste selber das lernen alles. Und das ist mein schöner Job, vielen Eltern zu helfen, viele Fehler nicht mehr machen zu müssen, was häufig sehr, sehr fatale Folgen hat. Also es ist dann schon eben auch ein Prozess. Also wenn eben Sachen stattfinden, mit denen die Eltern nicht einverstanden sind, dann schon zu stoppen und zu sagen, pass mal auf, so funktioniert es nicht, so geht es nicht. Aber eben auch zu wissen, wenn ich mir dann meine eigenen Themen dazu angucke, das ist kein Verhalten, das sich von heute auf morgen dann damit stoppen lässt mit dem einen Gespräch? Jein. Also Kinder lieben Klarheit. Mhm. Totale. Ja, und man kann egal auch wie alt die Kinder sind, alle lieben Klarheit. Ja, wenn du jemanden hast, der mit dir Klartext spricht, wo du weißt, wo du dran bist, das tut einfach mal gut. Ja, da hat man ein Gegenüber. Das ist bei Eltern oft nicht so. Ja, die reden so, handeln anders und machen dann nochmal alles anders. Also weil sie es selber nicht gelernt haben und weil sie selber nicht verstehen, was passiert hier überhaupt. Mhm. Ja, und das erfordert sehr, sehr viel Arbeit, wirklich hinzusehen, wenn man das nicht gelernt hat vorher. Und
Ich habe selber erlebt, wie im Gespräch mit den Eltern das Kind parallel automatisch sich anders verhält während des Gespräches, weil die Eltern etwas erkannt haben und dadurch ganz anders in, sag ich mal, in ihre Kraft kommen und in ihre Verantwortung. Und das tut dann auch nicht weh, sondern es tut gut. Erstmal ist es, tut's weh. Ja? Ich sage immer, lieber ein Schrecken, den Spruch kenne ich jetzt gerade gar nicht mehr. Egal, auf jeden Fall tut es gut, wenn's, ja, wenn man es erkennt. Auch erschreckend, dass wir schon am Ende unserer Zeit sind. Ja, du hast Zeichen gerade bekommen. Ja, aber wir werden gleich noch gemeinsam auf jeden Fall was essen und laden die Kinder mental dazu ein. Ja, schön. Und haben für Sie noch mal den kurzen Hinweis auf unsere Verlosung, auf diesen, ja, wie auch immer wir ihn nennen wollen, Anhänger, der für jeden, also für denjenigen, der ihn gewinnt, eine ganz besondere Qualität mit Sicherheit haben wird. Wenn Sie diesen Anhänger, diese Kette gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns doch bitte folgende Frage. Levin Jeffrey Lamp ist Wegbegleiter für A, die neue Zeit oder B, den Botanischen Garten. Wenn Sie es wissen, dann rufen Sie uns doch an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09015010190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg und toi, toi, toi. Und jetzt haben wir uns hier schon alle aufgereiht zum Leckeressen. Liebe Cora. Cora kriegt zuerst. Sie war die Erste. In Sabines veganer Küche. Das sieht echt sensationell aus. Meine Güte. Schön, dass wir in Super HD senden. So, aber wirklich, das sieht richtig gut aus von den Farben. Ohne Filter, ne? Es ist wirklich so. Ja, ist möchtest kein Instagram-Filter drauf. Möchtest du auch ein bisschen Guacamole? Gerne, ja. Und schmeckt auch so lecker, wie es aussieht. Das freut mich. Das macht mich auch dann glücklich, wenn ich glücklich bin. Es kam schon zwischendurch immer ein paar Jungs aus der Regie hier rein, aber die haben noch nichts stibitzt, oder? Nein, sie haben geguckt, ob auch genug da ist, ob da dann auch, ja, ob sie auch noch was haben können. Und da waren sie beruhigt. Guck mal, es ist eine große Portion. Also da hat wirklich jeder was von. Die Regie sagt gerade, die Messer sind gewetzt und ich glaube untereinander. Also sie fechten gerade schon aus, wer jetzt hier als Erster rein darf. Guck mal, schön, lieber Jens. Danny, komm doch rein! Danny! Also. Komm! Also perfekt. Hammer. Ja, das super, freut super mich. Das ist schön. Schmeckt machst dir du auch, noch einmal Cora, an, ja? Bitte? Das ist schön. Also ich hätte tatsächlich noch einen Schuss mehr Chili rein. Ja, ich muss vorsichtig sein. Komm, Chili, ich mach dir noch, ich mach euch noch ein bisschen was nach. Ich durfte nicht. Weil wir haben ja den scharfen Micha, der eben ja so scharf ist, der dass Micha er nicht so scharf gesagt, ist. Micha hat gesagt, mach nicht so scharf, ja? Mir bitte auch ganz scharf. Ah, na schau. Natürlich. So ein Zufall wieder, dass ich ausgerechnet komme, wenn dir was zu Jens? Essen gibt. Ja. Mhm. Ich darf nur ein wenig die Augen reiben nachher, das wäre ein bisschen schlecht. Danke dir. Ich bin ja eigentlich da, weil wir nach der Sendung müssen wir euch alle ganz schnell rausbitten, weil wir nämlich für Cora ja umbauen müssen. Ach so. Ja. Ey, so lang, da kann man mal sehen, wie lange so Fernseharbeit manchmal braucht. Ja, ich denke mal, 2 Stunden sind wir bestimmt beschäftigt. Also möchtest du nicht zu essen? Doch, das war nur eine Ausrede. Was ist da alles drin? Das ist das Tofu drin, Zwiebeln, Knoblauch. Reicht, die anderen wollen auch noch was. Bohnen, Mais, veganer Käse. Mhm. Frühlingszwiebeln, lecker, ne? Super. Ja. Auch Paprika, Chili. Ich mache dir auch noch mal eine Prise. Leider. Ich wollte gerade sagen. Levin fragt gerade, habt ihr das jeden Tag hier? Nein, ist immer nur, wenn Sabine kommt. Also es wird selten hier gekocht. Bitte schön, wenn Sabine es dir da ist, genießen wir das natürlich immer sehr. Levin, wie danke. Ist das? Essen. Essen ist ja auch, ich meine, wir beide essen gern. Und nicht nur wir beide. Aber wie ist das gerade so mit in Familien zu essen? Wie wichtig sind gemeinsame Mahlzeiten? Und vor allem, was sollte am Mahlzeitentisch, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt, sollten dann auch Probleme besprochen werden oder eher nicht? Machen wir die Keule ganz kurz. Mahlzeiten, gemeinsame Mahlzeiten sind super wichtig, finde ich. Ja, ich habe das auch erst lernen dürfen. Und heute genieße ich es, ja, wirklich dieses gemeinsame, lange miteinander zu speisen.
und ja, Probleme haben da nichts zu suchen. Nee, ne? Also das soll wirklich eine schöne gemeinsame Zeit sein. Horror, und man darf da nichts, keine Probleme wälzen bei. Nee, weil ich glaube, dann ist es tatsächlich so, dann wollen Kinder gar nicht mehr dieses gemeinsame Essen, weil jedes Mal, wenn man zusammenkommt, weiß man, okay, und ist ja klar, was heute Abend wieder passiert, da wird der ganze Scheißtag wieder besprochen. Richtig, ja. Also geht gar nicht. Genau, lassen wir das bitte sein am Esstisch. Ja. Und das kann man dann in Einzelgesprächen im Kinderzimmer führen oder so. Sollte man das im Kinderzimmer machen oder irgendwo anders, damit das Kinderzimmer nicht auch belegt ist mit Problemen? Oder? Also wir haben das immer im Wohnzimmer, wenn es alle betroffen hat. Oder ach, das findet sich. Ne? Also da habe ich jetzt keinen speziellen Platz oder so. Ja. Aber es sollte mal so sein, dass alle ihre Würde behalten. Ja. Jeder das Gesicht behält. Es gibt keinen Bösen jetzt, es gibt jetzt auch keinen Schuldigen. Ja, wir lernen alle, wir sind alle im Prozess. Wir haben alle das nicht wirklich perfekt, wir haben kein perfektes Elternhaus gehabt, also die meisten nicht. Und ich kenne jetzt keinen. Nee, also aber wir sind wirklich, alle da auf dem Weg einfach. Wirklich, weil du sagst, damit der andere nicht das Gesicht verliert, also wirklich nicht dieses Bloßstellen vor anderen, um eben jemanden klein zu machen, weil der jetzt eben vermeintlich einen Fehler gemacht hat. Geht gar nicht. Das ist sowas von wenig Verantwortung übernehmen. Ja. Ja, wenn, dann ist derjenige der Älteste oder der Schöpfer, der Vater in dem Fall dann, oder die Mutter, ne? Oder die Eltern, die haben, können sich an die Nase packen. Ja. Ja, das ist so 100% so. Meine ganz klare Überzeugung. Wie ist bei euch mit Danny, du hast ja auch Familie, mit gemeinsamen Mahlzeiten, für dich auch ein wichtiges Ritual? Bei uns ist ja so, dass meine Frau eher vor mir aus dem Haus geht. Das heißt, sie ist dann schon weg, also zumindest zu den Schulzeiten, wenn ich mit Luna dann morgens frühstücke. Ich bin manchmal abends so spät zu Hause, dass ich ja auch nicht dabei bin. Das machen wir dann eher am Wochenende. Ja. Aber das ist natürlich schon wichtig, dass man da auch zusammensitzt, weil das ist ja gerade die Zeit, wo man auf jeden Fall zusammenkommt. Ja. Am Wochenende ist auch wirklich diese Qualitätszeit für die Familie. Und da werden dann eben auch nicht die Probleme besprochen. Oder wie macht ihr das dann? Ja, also wir finden, dass man Probleme am besten dann anspricht, wenn sie auftauchen. Mhm. Also das ist gar nicht so diese Verschiebung dazu. Das ist, man kann es ja dann nicht mehr einordnen. Ne? Es ist dann einfach, der Zug ist abgefahren, dann bringt man es wieder aufs Tablett und so. Lieber direkt, wenn irgendwas ist, dann auch sich hinsetzen, miteinander quatschen. Aber dieses dann am Abend eben so, und wie war dein Tag, wie war es in der Schule, hast du die Hausaufgaben gemacht? Also wird sowas abgefragt bei euch? Wie gesagt, ich komm öfters später nach Hause und bin dann schon vorgebrieft. Also ich weiß durch meine Frau, was war denn jetzt so los? Ne? Und weiß auch, wo ich vielleicht nochmal den Finger in die Wunde legen kann oder wo ich weiß, das hat sie geklärt und wo ich dann nicht auch nochmal damit anfangen möchte. Ja. Auch erstens, um ihre Autorität nicht zu untergraben und zweitens auch, weil es dann auch abends nochmal irgendwie zu Spannung und zu einer Situation führt, die man eigentlich besprochen und geklärt hat und dann vom Schlafen gehen, und das muss ja alles nicht sein. Also ich glaube auch, so eine Knallersprüche sind dann auch so, wart mal, wenn die Mutter dann mit dem Kind spricht, tagsüber, wart mal, bis der Papa nach Hause kommt, oder? Also sowas geht, glaube ich, auch gar nicht. Also wir haben das so genutzt, ich habe ja meine Kinder allein erzogen, weil mein Mann so früh starb. Dann war der Jüngste bei der Tagesmutter, der Mittlere im Kindergarten, die Große in der Schule. Und später waren die auch an unterschiedlichen Stellen. Und ich bin dann sehr früh wieder arbeiten gegangen. Und wenn ich die aus der Firma habe, bin ich raus, dann habe ich erst den Jüngsten abgeholt. Dann hat der erzählt, was so alles war, plapper, plapper, bis ich den Nächsten abgeholt habe. Dann war der dran, dann haben wir die Große abgeholt, dann hat sie erzählt. Und wenn wir daheim ankamen, waren wir alle angefüllt mit, okay, das war's, was machen wir jetzt? Ja, so, wunderbar, so kann man das auch wieder sagen. Wir könnten noch lange weitermachen. Wir haben leider schon den Spruch des Tages für Sie. Ja, die Zeit ist um und Danny muss ja aufbauen. Lasst uns ein Vorbild in Selbstbestimmtheit, Selbstverantwortung und Liebe sein. Das hat der Levin sogar gesagt. Also wenn Sie mehr wissen wollen, dann bitte auf levinlamp.de auf seine Internetseite gehen. Da finden Sie mehr über ihn und natürlich auch
in Seminaren und Einzelsitzungen buchbar. Ganz lieben Dank, dass du bei uns warst. Ganz lieben Dank, Sabine, fürs leckere Essen, von dem wir noch sehr zehren werden. Cora heute Abend um 23 Uhr. Bitte dann einschalten mit dem Zeitkristall-Sondersendung. Großartig wird's. Danny, du bereitest mit vor. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Und, sensationell. Tschüss, einen schönen Tag. Tschüss. Und bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja!